So, Freunde, eine Entscheidung naht und die werden wir bekommen. Wer spielt am Ende dieses Tages in der Bundesliga? Die Grün-Weißen aus Bremen oder die Blau-Weißen aus Bochum? Wir schauen gerade rein, werden Weiß aus der Startformation entfernen. Lucia kommt rein. Es bietet sich sonst nichts an, ihr seht es. Ne? Die haben alle schlechte bis minder schlechte Form. Der Einzige, der uns helfen würde, Terracino, ist nach wie vor verletzt, leider Gottes. Und so, dass wir weitergehen werden. Das Wetter spielt mit, anders als noch in Bremen. Da hatten wir ja fast einen Weltuntergang. So hat's da gepisst. So, wir sollen durch Baken durchlaufen. Sind das vielleicht so die Hindernisse, die wir heute umschiffen sollten, was mir natürlich hier minder gelingt? Ne? Ich renne das ganze Ding mal ganz gepflegt da um. Bestes Fußballwetter. Ich denke mal, die Fans haben sich hier was ganz, ganz Feines ausgedacht, um die Mannschaft zu unterstützen. Um euch nochmal aufzufrischen, wir haben ein Auswärtstor erzielt in Bremen. Leider Gottes das Spiel verloren. 1:2 am Ende des Ergebnisses aus unserer Sicht. Würde eben bedeuten, wir können heute hier mit einem 1:0 Heimerfolg in die Bundesliga zurückkehren. Wir könnten aber auch weiterkommen, indem wir das Spiel gewinnen in Bremen trifft. Dann müssten wir das allerdings mit 2 Toren Unterschied machen. Mit einem 2:0 zum Benehmen. Gut, das ist dann kein Tor für Bremen. 3:1, 4:2, 5:3, meinetwegen auch 15:13. Das würde auch funktionieren. Und ja, für Bremen reicht ein Unentschieden, wie schon gesagt. Und es reicht immer eine Niederlage mit einem Torunterschied, wenn das über einem 1:2 angesiedelt ist. Weil dann gäbe es Verlängerung. 2:3 Bremen. 3:4 Bremen. 5:6 Bremen. Aufgrund dieser Auswärtstore eben. Da haben wir die Startaufstellung bis Bank des Gastes. Und beim ersten Rückgang, ich glaube, Hajrović hat letztes Mal nicht von Anfang an angefangen. Den haben sie eingewechselt später. Ansonsten das bewährte Material, das haben wir bei uns ja auch. Natürlich habe ich das auch wieder gelesen, die Kommentare von euch über mögliche Spielertäusche oder Systemwechsel. Tasaka war zum Beispiel ein ganz beliebtes Ziel, der raus sollte. Aber für mich ist es wichtig, dass ich erstens das System habe, wo ich weiß, dass wir damit Spiele gewinnen können. Wir sind nämlich umsonst drunter gewesen. Und Tasaka hat auch gute Momente gehabt, ne? Der hat ja nicht die ganze Saison wie eine Mülltonne gespielt, ne? Der sollte nur mal irgendwo heute das Ganze raushauen. Hajrović, die erste Möglichkeit, groß abgefälscht. Ich soll die Dinger rausknallen und nicht einfach mal nur passen. Das versuche ich heute. Simon Terodde zieht mal an. Mit seinen großen, langen Schritten. Gar nicht schlecht nach vorne. Ja, klären sie. Klären sie relativ gut, die Bremer. Und jetzt kommt die Santo. Wieder Hajrović. Rechte Seite, die sollten mal hingehen. Ich weiß ja nicht, was Gregoritsch davor hat, aber eigentlich sollte er draufgehen. Der naht uns da oben zwei Spieler. Groß, Petersen. Nils Petersen, Macchiardi hat auch wieder viel zu viel Platz. Zurück zu Petersen. Wir müssen auf den Di Santo heute aufpassen. Clemens Fritz, der alte Mann. Mit der Flanke von außen. Jetzt bloß aufpassen da hinten. Der Ball vor die Füße von Groß. Das war ganz gefährlich. Yildirim. Und der Pfosten wird gestriffen. In der 9. Oh Mann, da hätten wir jetzt gerade schon das Gegentor kassieren können, was uns hier verboten ist zu kassieren. Weil dann müssten wir 2 Tore machen. Solange Bremen eben nicht trifft, reicht 1. Und dann würde es sogar heißen, weiterkommen. Also viele ungelegte Eier, die wir hier noch haben. Oh, Lucia mit Selbstvertrauen dreht sich da schön um den Ball. Terodde gegen Macchiardi, das ist auch ein Duell, da prallen Welten aufeinander. Macchiardi ist zwar nicht so ein Schrank wie Asani Lukimia, aber das reicht auch schon aus. Lazza ist mal vorne. Und der erste Abschluss. Was macht denn Šestak? Šestak ist immer noch am Ball. Ja, kurz davor, da gefoult zu werden. Ah, oh, war das eine Chance. Celozzi. Na, viel zu festet auf Lazza. Der war mal mitgekommen nach vorne, der Defensivmann. Dann hat er da hinten den Torwart geprüft. Und wenn das von Di Santo gerade Absicht war, dann Respekt. Ah, die sind nervös. Die sind nervös. Gerade der Fehlpass, das war unnötig. Ah, oh, da kannst du dich schon wieder ärgern. Ne? Das Ding gerade drin und dann läuft das Spiel für uns. Dann läuft das Spiel für uns. Dann kannst du von mir aus auch das ganze Spiel über Park the Bus spielen. Meinetwegen. Ah, Garcia. Unbeeindruckt gegen Tasakas Kunststückchen.
Aber es bleibt beim 0-0. Und Bremen kann abwarten. Die stehen jetzt fast mit 2-4 Raketen da hinten. Sehr gut auf Tasaka. Tasaka mit der Flanke rein. Nee, Lukimia. Da ist Di Santo. Gutes Zusammenspiel mit seinem Sturmpartner, mit Nils Pedersen. Wenn man Bremen momentan spielen sieht in der Realität, dann wird man Pedersen nicht vermissen. Also die haben wirklich eine Top-Truppe. Mit Di Santo, mit dem jungen Selke da vorne drin. Die spielen tollen Fußball. Ist man wirklich sehr, sehr neidisch, wenn man momentan rüberguckt als Hamburg-Fan in Richtung des Nachbarn. Tasaka. Ja, Tasaka ist momentan aktiver als Gregoritsch. Oh, das ist schlecht gewesen da von Terodde. Das ist ganz schlecht, dass wir da den Ball verlieren. Wenn Bremen das jetzt schnell spielt, was sie jetzt momentan nicht machen, sondern eher hinten rum, dann kann es bitter werden. So, ich werde in der Halbzeit nochmal was zu ein paar Kommentaren sagen. Das will ich nicht jetzt machen. Das wäre nämlich wieder Wasser auf die Mühlen derjenigen. Ihr werdet gleich wissen, worum es geht. Erstmal müssen wir das Spiel hier gewinnen oder zumindest mal ein Tor machen. Das wäre ganz schön. Garcia. Macchiadi. Macchiadi, jetzt haben wir viel zu viel Raum da gelassen. Aber im Zusammenspiel, jetzt habe ich den wieder kurz gespielt, obwohl ich es gar nicht gerne wollte. Ist okay, erstmal ruhig. Im Kollektiv da wirklich das Ganze vereitelt. Also die Mannschaft, die will. Auch wenn sie in der Situation das nicht zeigt. Sehr, sehr leichter und unnötiger Ballverlust, der wehtun kann. Yildirim. Özkan Yildirim zurück auf Garcia. Garcia, Celozzi ist nur Begleitung. Wieder Yildirim, der es mal versucht. Und da hinten steht jemand, der das Tor schießen muss. Macchiadi. Was war das denn für eine Parade von Lute? Hier nochmal. Abgefälscht an die Eier von Latza. Und jetzt hier. Ja, der tritt ins Leere im Prinzip, weil Lute die Finger dazwischen hat. Halbe Stunde vorbei, Eckball für Bremen. Das wäre ganz bitter gewesen, hier zurückzulegen. Marquiani, das war Lukimia. Lukimia fehlt jetzt hinten. Jetzt müssen wir das ganze Ding aber auch irgendwie versuchen, schnell zu spielen. Aber nein, doch nicht so ein Pass da. Oh, du kannst hier verzweifeln. Bremen schenkt den Ball sofort wieder her. Gut ist es, aber jetzt sind sie natürlich trotzdem wieder sortiert hinten. Und das wäre unsere Chance gewesen. Ja, Tasaka mag heute das Roulette, aber es klappt ja. Momentan, solange es funktioniert, warum nicht? Schästak, ach Mensch, pfeift es doch. Also catchen ist es hier nicht. Jetzt lässt er das auch laufen, wenigstens das. Wenigstens etwas. So, der Pass ist klasse. Nee, ist er nicht. Ist er nicht, da fehlt ein bisschen. Auf Stani Schästak, den Torschützen in Bremen, der das Ganze uns für uns hier so offen gestaltet hat. Flanke kommt, die ist nicht schlecht, aber der falsche Mann steht vorne drin. Mit der Rolle wäre mir lieber gewesen. Celozzi. 10 Minuten vor der Pause. Tasaka bleibt mal stehen. Ist ja auch ganz wichtig, dass man sich das Ganze mal anschaut. Was kann ich jetzt machen? Zum Beispiel jetzt oben hin. Das ist gut gewesen auf Gregoritsch. Komm, flank ihn rein. Vorne ist der Rotte. Warum geht der da nicht dran? Lucia. Lucia jetzt auf Latza. Latza hat eben schon einen rausgehauen. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Das ganze Ding leider wieder schnell verloren. Ja, das pfeift er jetzt gegen uns, aber der Vorteil läuft noch. Garcia, Garcia, oh, rennt uns ein Spieler da oben, Tasaka. Also der Schiedsrichter muss aufpassen, dass er jetzt hier die Linie beibehält. Weil das hätte ich jetzt zum Beispiel gepfiffen. An der Stelle. Für uns, wohlgemerkt. Garcia, Macchiadi. Also hier viel über die linke Seite jetzt zum Ende der ersten Halbzeit. Di Santo, Di Santo, Yildirim, immer einer beistehen. Jetzt machen wir dir wieder Lücke auf. Di Santo schießt, abgefälscht. Ja, und man kann ihn verstehen, den Patrick Fabian, dass er da nicht glücklich war. Lucia bekommt die gelbe Karte noch von eben von der Aktion. Fabian, der den Ball abgelenkt hat zur Ecke, der da seine Kollegen mahnt, doch ein bisschen was mehr zu machen. Also wenn das eine gelbe Karte ist, dann gute Nacht. Lieber Fußball, weil dann müsstest du im Spiel, glaube ich, 10 geben und dann gibt es nachher keine Spieler mehr. Ach du Schande. Lucia. Ja, da brauchen wir auch Eier, um den so zurückzuspielen. Ich sage ja immer, solange es nicht schief geht, solange es nicht schief geht, kann man viel Blödsinn veranstalten. Terodde. Terodde geht. Terodde geht, aber da ist viel Bewegung hinten und der ist auch gut bewacht. Leider. Latza. Gregoritsch. Wir müssen mal vors Tor kommen, Leute. Ist doch noch eine Halbzeit zu spielen. Aber das wird nicht einfach in der zweiten Halbzeit. Jetzt haben wir die Chance. Jetzt haben wir sie doch. Der ist gut. Och, und Schästak scheitert am Keeper, an Wolf. Ja, der wird jetzt natürlich da zu Recht gefeiert. Aber was für ein Pass das auch war von Simon Terodde. Vorne rein.
Tasaka darf die Ecken ausführen. Nicht schlecht, aber Wolf. Wir haben ein Tor geschossen, aber leider war es ein Spieler und kein Ball. So, Pause. Und ja, worauf ich hinaus wollte, das ist eigentlich im Prinzip ganz schnell erklärt. Ne? Es wurde von mir verlangt, dass ich nicht so viel quatsche, sondern mehr spiele. Dann wird es wahrscheinlich auch besser werden, positiver. Wenn ich das mache, dann ist es kein Let's Play mehr. Dann ist es quasi Gameplay-Footage. Und das ist nicht mein Anspruch. Also muss schon irgendwo auch die Fähigkeit haben, zu spielen und zu zocken und zu reden. Das klappt natürlich nicht immer, aber das ist, ich finde, es ist schwachsinnig, dann irgendwelche Fehler oder Gegentore auf das Kommentieren zu schieben. Das ist mir wirklich absoluter Käse. Also müsst ihr euch überlegen, was ihr wollt. Wollt ihr ein Let's Play oder wollt ihr ein Gameplay? So, zweite Halbzeit. Genug gemeckert. Lucia. Also das, wenn das jetzt hier gerade der Start war für die zweite Halbzeit, dann können wir noch was erwarten. Garcia schiebt sich davor. Vor Tasaka. Ball bleibt aber bei uns. Lucia, da kann man mal schön erkennen, jetzt mit einer gelben Karte. Terodde, ich will den mal zum Schießen haben. Jetzt hat er es wieder versucht, vorne Szczęsny einzusetzen. Das kann auch natürlich Überraschungseffekte haben, wie wir eben gesehen haben. Da war Bremen komplett unsortiert vor der Pause bei dieser Möglichkeit. Petersen. Petersen, und das ist riskant, aber sackstark von Anthony Lucia, wie er da reingeht und sich den Ball holt. Das hätte ein David Luiz zum Beispiel nicht besser machen können. Szczęsny, schöne Drehung, Latza. Bremen macht es wieder gut. Mit der Doppel-6 davor der Abwehr, na, schlecht gespielt. Ist schwer durchzukommen. Gibt Einwurf für uns. Oben seht ihr übrigens immer, wer es noch nicht bemerkt hat, ne, den Stand des Hinspiels. 1:2. Melvin Lorenzen kommt und Di Santo nimmt er jetzt schon raus. Das ist mutig. Das ist mutig vom Trainer von Bremen. Vielleicht ist es auch ein Zeichen. Wir haben gar keinen Bock, hier so richtig nach vorne zu spielen. Oder uns reicht ein Youngster neben Petersen, der das macht. Stichwort Wechsel. Können wir auch mal. Ich nehme den jetzt raus, weil der ist mir schon an der Grenze, der Lucia. Ne? Beim nächsten Mal kann es sein, dass er fliegt. Da geht es nicht so gut weg. Und wir nehmen Szczęsny raus, glaube ich. Weil den Brocken, nee, andersrum. Ich habe es oft so gemacht, dass wir Terodde haben drinnen lassen und habe dann versucht, mit dem Wechsel des schnellen Spielers, diesen Tank vorne trotzdem noch beizubehalten. Vielleicht ist es heute doch besser, wenn man das mit schnellen Spielern veranstaltet, die vielleicht mal die Lücke finden. Das ist dann eben, glaube ich, realistischer. Zumindest die Chancenmaximierung ist eher da, wenn du auch aufpassen zu Lisa, Lucia, wenn du das mit zwei Spielern vorne hast. Was macht der Yildirim da außen? Der flankt den rein, das ist saugefährlich. Der trifft das Außengestänge hier. Lorenzen war das, der neue Mann hier. Gar nicht viel gefehlt. Und das sind die Wechsel. Waldschmidt für Terodde und Lucia macht Platz für den Abschied von Tobias Weiß. Wird uns ja verlassen. Es wäre natürlich Gold wert, wenn er uns als Bundesligaspieler verlassen könnte. Denn er bleibt ja auf jeden Fall ein Bundesligaspieler. Weg zu Hoffenheim zurückgehen. Waldschmidt ganz stark. Warum pfeift er das denn ab? Warum? Wir hatten doch vorne eine Möglichkeit. Und dann gibt er noch nicht mal eine Karte für den Captain, für Fritz. Also ich bin nicht wirklich glücklich mit diesem Schiedsrichter. Celozzi. Wir sind jetzt offen, ne? Wir sind jetzt echt riskant, also sehr weit vorne. Sehr weit vorne, kommt er da noch dran? Nein. Auch Gregoritsch ist ja keine Chance gewesen. Raphael Wolf, 26 Jahre alt, hat hier vor allen Dingen ganz zu Beginn schon dafür gesorgt. Und gegen Ende der ersten Halbzeit, dass wir heute hier noch mit einer Null dastehen. Man kann das gleich natürlich auch für Lute sagen, diese Parade gegen Macchiardi, das war sehr, sehr schön anzusehen und war wichtig. Lukimia, den kannst du nicht einfach mal so wegrammen. Das ist quasi der Emenike der Verteidigung, wenn ihr wisst, was ich meine. Ah, sehr schön von Pertl und jetzt wieder von hinten abgeräumt. Das war ganz, ganz böse. Was macht der Schiedsrichter? Rot, ich sehe schon. Ich sehe schon die Rote. Das Spiel spoilert. Petersen oder wer war das? Petersen vom Platz. Das ist ein bisschen doof, weil es halt in der vorne ist, ne? Das heißt, die können trotzdem weiter mauern. 67. Minute. Das sah ganz, ganz übel aus. Alter Schwede, aber das Ding ist sowas von klar. Eine klare rote Karte habe ich lange nicht mehr gesehen. Warum? Man muss ihn fragen, warum macht er das? Muss er doch nicht, Mensch. Seine Mannschaft hat doch alles im Griff. Für uns ist es klasse. Wir haben 20 Minuten in Überzahl. Trotzdem, die werden jetzt hinten noch mehr zumachen. Und wir sollten die Pässe dann anständig auch spielen. Weiß.
Na, wir holen den aber auch nicht wieder hier. Da fehlt immer ein bisschen. Lorenzen. Lorenzen, ey. Wir rennen hinterher. Schimonek, das ist ganz gefährlich, ihn da rauszuziehen. Och, wäre das bitter, wenn das jetzt hier wirklich scheitern würde. Dieses Projekt hier. Mit dem Bundesliga-Aufstieg. Das war natürlich klar, dass wir das schaffen wollen. Die Saison, vor allen Dingen die Endphase, war nicht mehr das, was man jetzt unbedingt rechtfertigen würde, dass wir das verdient hätten. Ach Mensch, da gerade die Situation auch wieder so unglücklich mit Grigorisch. Aber jede Mannschaft hat schon mal eine schlechte Phase. Da kommen wir auch nicht dran. Bremen mit dem Weg nach vorne. Also sie suchen jetzt das Heil in der Offensive. Nicht einfach nur einmauern. Yildirim wieder. Flankt den. Den müssen wir haben. Den haben wir auch. Aber es ist keiner da, der den übernehmen kann. Lorenzen. Ey, jetzt haut doch mal drauf. Ihr habt doch alle noch kein Geld. Ihr könnt doch. Also wir sind uns einig. Wir müssen an den Ball. Wir müssen an den fucking Ball. Der ist weg. Jetzt haben wir ihn. Und ich nutze das nochmal aus. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir heute eine Verlängerung sehen. Deswegen können wir das frühzeitig machen. Gündüz. Auf die rechte Seite, glaube ich. Grigoritsch lasse ich drin, weil der hat schon besser gespielt jetzt ganz am Ende. Ne? Wir können nicht mehr. Ja, ich wollte es nochmal probieren. Der hat schon besser gespielt als Tasaka. Der hat immer auch noch dieses Gen in sich, natürlich dieses Stürmers, was er eigentlich auch ist. Und das brauchen wir jetzt am Anfang des Endes. Darf man es so nennen? Soll man es so nennen? Wenn wir heute hier kein Tor mehr schießen, dann ist es komplett wurscht, was Bremen macht. Dann sind wir nicht aufgestiegen. Dann bleibt's dabei. VfL Bochum, zweite Bundesliga. Dann leider Gottes auch im Jahr 2014, 2015. Beziehungsweise ist dann ja eigentlich... Ja doch, was ist das? Das ist schon 15, 16. Ich bin gar nicht sicher. Bin schon komplett durch den Wind hier. Ich glaube, das ist 15, 16. Ist auch scheißegal. Jetzt holt euch die Kugel, Mann. Elia, der ja nicht mehr hier ist in Bremen. Der schon natürlich da noch gelistet ist, weil er ist ausgeliehen nur an Southampton nach England in der Realität. Ball nach vorne, Ball nach vorne. Ja, die versuchen jetzt an der Mittellinie nochmal so kurz zu stören. Das ist klasse gewesen von Grigoritsch. Und dann sehe ich das nicht oben, dann sehe ich das nicht, Mann. Ich habe es gerade noch im Endmoment, als der Ball schon gespielt war, habe ich gesehen, dass da dicke Platz war oben. Und ich spiele den Fehlpass, ey. Nein, ey, das kann nicht wahr sein. 5 Minuten noch. Und immer wieder kommt der Yildirim da außen durch. Und der dritten Luftloch hier, der Gündüz. Es soll nicht sein. Es soll nicht sein. Pertl jetzt. Der hat er gut gemacht. Und jetzt haben wir die Möglichkeit. Šestak. Šestak oben hin. Šimonek ist jetzt mit vorne. Der Torschütze gegen Ahlen. Ball nach vorne. Bremen wartet jetzt hinten. Chip rein. Wieder abgewehrt. Jetzt geht Lorenzen steil. Jetzt will er wahrscheinlich zur Eckfahne. Jetzt will er wahrscheinlich zur Eckfahne. Nachspielzeit läuft jetzt. 5 Minuten noch. Jetzt rein da hinten. Stört ihn. Nochmal zurück auf Elia. Der hat die Seiten gewechselt hier. Yildirim. Yildirim. Nix ist. Abstoß für uns. Also Lute kann den nochmal vorhauen. Er kann ihn nochmal vorhauen. Wahrscheinlich die letzte Möglichkeit in dieser Spielzeit. 34 Partien haben wir gemacht. 36 mit Relegation. Ich nehme, jetzt ist es rum. Jetzt ist es rum. Wir machen den Fehler und schenken Bremen erneut den Ball und dann ist es auch verdient für die Werderaner, die das am Anfang schon im Hinspiel mit einem Sieg hier auf Kurs gebracht haben. Nochmal Einwurf. Geh weg, Schiedsrichter. Latza. Danny Latza. Šimonek. Šimonek. Wir müssen jetzt irgendwie vor. Er gibt uns die Chance nicht mehr. Er pfeift ab und damit ist es amtlich. Werder Bremen bleibt in der Bundesliga. Und der VfL Bochum, unsere Mannschaft, tja, wird viele, viele Tränen weinen, inklusive der Fans, am Ende dieses Tages. Ist das bitter. Noch nicht mal gegen eine dezimierte Bremer Mannschaft haben wir es irgendwie schaffen können, noch immer Chancen rauszuspielen. Das ist natürlich jetzt wahnsinnig bitter, das sehen zu müssen. Relegationsmeister Werder Bremen. Ja, und die können feiern. Die sehen noch nicht so aus. Die haben auch viele leiden müssen in dieser Spielzeit. Bremen Platz 16. Das kostet ohne weiteres das Nerven. Aber Leute, mal ganz ehrlich. Also wir haben heute 2 Chancen gehabt nur. Wir haben zwar mehr Ballbesitz letztendlich, aber das war auch am Ende klar mit 11 gegen 10. Aber da hätte man doch schon mehr machen müssen hier. Da hätte man schon mehr machen müssen, um hier wirklich das Tor zu erzwingen. Wir hatten die Möglichkeiten.
Zwar nur zwei, aber wir hatten sie. Eine davon nutzen und dann von mir aus mauern, bis der Arzt kommt. Galvez, bester Mann. Lukimia auch ganz stark, die Innenverteidiger. Hajrovic kann man noch nennen. Mit der 7-0. Ja, und bei uns war Danny Latza der stärkste Spieler. Lute mit einer 6-9. Latza hätte ja schon das Tor machen können. Eins seiner ganz, ganz wenigen in dieser Saison. Und der hätte der große Held sein können. Aber er ist es nicht geworden. Er ist es nicht geworden. Wir haben es verfehlt. Dieses Ziel. Tja, wir haben noch Nachrichten. Boah, das ist ja schon bitter. Natürlich muss ich mir das angreifen. Hätte ich eventuell offensiver spielen müssen. Insgesamt, Weigl wurde akzeptiert. Aber wir können das nicht. Wir können das nicht. Das geht jetzt auch noch. Wir können das nicht machen. Wir sind uns einig gewesen im Spiel, aber wir können ihn nicht holen, weil wir das Geld nicht haben. Wir haben die geforderte Ablöse nicht, die wir vereinbart hatten, in die Kaufoption. Ach Leute, also mir hat es natürlich trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht, die Saison mit euch zusammen zu spielen. Ja, und jetzt haben wir noch eine Folge, da sehen wir dann die kompletten Ligen Europas und lassen das Ganze ausklingen. Danke fürs Zugucken, euer Baumi. Macht's gut. Ciao, ciao.